Minecrafter mit Custom Creeper. Alle Mobs in Minecraft wurden durch Creeper ersetzt. Jeder Creeper macht unterschiedlich viel Schaden und droppt auch verschiedene Items. Werde ich es schaffen, jeden Creeper mindestens einmal zu killen und am Schluss den Ender Creeper Dragon zu besiegen? Oder werde ich davor schon sterben? Schaut das Video, findet es heraus und schreibt mal in die Kommentare, welchen Creeper ihr eigentlich am coolsten fandet. Okay, als allererstes fällt mal wieder ein Baum. Baradidum. Wie ihr sehen könnt, hier laufen halt schon überall Creeper herum. Okay, ich sage mir vor, wie diese Creeper bekämpfen. Machen wir uns erstmal richtige Ausrüstung. Also erstmal eine richtig schlechte Spitzhacke machen. Und dann damit noch etwas Steiner bauen. Und noch ein paar Steintools craften. Und voila, möge die Challenge beginnen. Zuerst mal hole ich mir hier noch die Kohle. Und jetzt gucken wir nach den Creepern. Sie sehen schon ein paar pinken hier an orangenen. Oh Mann, ich hasse es nicht reinzoomen zu können, weil ich hier keinen Optifine habe auf Fabrik. Okay, der sieht mir aus wie so ein Fuchs-Creeper oder wie so ein Feuer-Creeper. Okay, er hat ein Bett gedroppt und Hammelfleisch. Okay, jetzt kommt der Weg übelst krass random. Und der droppt das auch wieder, gell? Genau, nur dass er mehr Betten gedroppt hat. So, und hier haben wir noch pinken Creeper. Okay, was könnten die droppen? Vielleicht ein Schweinefleisch oder so, weil die pink sind? Nick, er hat goldene Karotten gedroppt. Okay, nice. Ich weiß gar nicht, kann ich mit goldenen... Oh, jo, er hat doch Schweinefleisch gedroppt. Okay, Digga. Das war es eigentlich nur geraten. Aber er hat einmal Schweinefleisch gedroppt. Was könnte das da für ein Creeper sein? Der hat ein Buch gedroppt. Ich weiß, anscheinend tun die hier wohl nur Bücher droppen. Und ich habe halt auch keine Ahnung, wie viel Schaden die Creeper machen. Okay, hier ist gerade einer explodiert. Ich weiß, von den pinken war jetzt die Explosion mal nicht ganz so groß. Man könnte mir vorstellen, dass bei anderen Creeper die Explosion vielleicht noch viel, viel größer ist. Da unten sehe ich mal ein paar Höhleneingänge. Wow, 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 wow. Oh, alter Schwede, Digga. Meine Güte, Digga. Hab ich gerade Panik bekommen. Ist das da hinten ein andersfarbiger Creeper? Das sieht mir so ein bisschen gräulich aus. Ja, doch, der ist wie ein bisschen grauer. Was könnte das da für einer sein? Da droppt Leder nicht. Das ist da vielleicht der Kuh-Creeper. Ich weiß es einfach nicht. Okay, ich würde sagen, ich gehe schlafen. Und nachdem wir geschlafen haben, würde ich sagen, erkunden wir ein bisschen immer die anderen Biome. Vielleicht gibt es da auch noch Special Creeper noch drin. Der ist sich auf jeden Fall schon blauer. Ich würde sagen, ich gehe erstmal hier schlafen. Okay, würde ich mal sagen, dann gehen wir zu den blauen Creepern mal hin. Und ich kann mir da unten nichts vorstellen. Sieht mir ein bisschen aus wie so ein Wasser-Creeper oder so. Yo, er hat Rüstung gedroppt. Schusssicher 3. Okay, also anscheinend tun diese Creeper hier einfach Rüstung droppen. Okay, Leute, das ist echt geil. Okay, ich glaube, die blauen Creeper sind wohl meine Lieblings-Creeper. Okay, mal gucken, ob es hier in diesem Tiger-Biom auch noch andere Creeper-Arten vielleicht gibt. Könnte ich mir nämlich schon ein bisschen vorstellen. Hier haben wir nochmal diese komischen Creeper, die mir Leder droppen. Nee, da hat das Eisen gedroppt. Oder sind das wieder andere? Digga, ich habe gar keinen Durchblick mehr. Okay, es waren nur zwei Barken, aber trotzdem nice. Ja, okay, guck mal, hier ist ein gelber Creeper und hier ist, glaube ich, der Standard-Creeper. Oder es ist auch ein komplett neuer Creeper. Ich habe da keine Ahnung. Wobei, das sieht ein bisschen heller aus. Irgendwie wie so Minze. Nee, es ist, glaube ich, ein neuer Creeper, oder? Das sieht ein bisschen heller eben aus als der Standard-Creeper. So, nice, Mann. Oh, er hat Emeralds gedroppt. Okay, es sind auf jeden Fall noch mehr von denen. Und da hinten ist noch ein Türkisner. Oder so ein hellblauer. Okay, ist auf jeden Fall ein hellblauer Creeper. Yo, das ist ein Diamant-Creeper. Okay, warte mal, das ist nice. Aber wo ist dieser gelbe Creeper hin? Wir haben ja noch einen gelben Creeper da noch gesehen. Hier ist er. Digga, kaum reden wir von ihm, steht er noch neben mir. Okay, und er hat Gold gedroppt. Okay, wohl das ist ein Gold-Creeper. Ich glaube, die Gold-Creeper könnten vielleicht nützlich sein, wenn wir in den Nether gehen. Und was ist denn das hier für ein Creeper? Ich glaube, das sind irgendwie End-Creeper. Also, ich habe keine Ahnung. Wir gehen auf den hier und... Okay, da hat Obsidian gedroppt. Das ist 17 Stück. Also, anscheinend ist das wohl ein Obsidian-Creeper. Weil da noch Obsidian droppt. Wir haben jetzt 35 Stück, das reicht dann noch locker aus. Okay, ich würde sagen, wir killen jetzt noch den gelben Creeper. Und dann gehen wir jetzt schlafen. Also wir haben viele neue Creeper haben wir hier kennengelernt. Und ich glaube, es gibt halt noch viel, viel mehr. Aber das Coole ist, wir haben ja schon mal eine komplette Rüstung. Und auch schon Obsidian. Das heißt, wir können das eigentlich in den Nether sogar gehen. Und wir sagen, das machen wir jetzt auch einfach. Okay, das Portal wäre fertig gebaut. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir hier auf in den Nether. Okay, wir sind jetzt im roten Biom. Und da oben sehe ich schon mal einen neuen Creeper. Das finde ich richtig blöd, dass ich auch noch nicht reinzoomen kann, weil ich hier auf Fabrik keine Optifine habe. Okay, die haben irgendwie verschiedene Köpfe. Boah, ich kann mir vorstellen, wenn die explodieren, dass sie irgendwie eine Feuerexplosion oder so machen. Oh nein, die droppen Gold. Oh, nice, Mann. Kannst du diese Creeper hier... Oh, hier ist der... Digga, ist ein Fortress. Da hinten hier, hier ist mein Portal. Und vielleicht gerade mal so 200 Blöcke weg, ist halt einfach mal eine Fortress. Ich habe selten mal so viel Glück. Komm, bevor ich in den Fortress gehe, muss ich mich erstmal um dir kümmern. Okay, nun hast du das hier runter. Und ich bin echt gespannt, was uns dann hier für Creeper einfach erwarten. Und so wie es aussieht, gibt es wohl keine, Piglins. Und hier sind wieder neue Creeper. Okay, ich glaube, das soll wohl die Wither-Skelette ersetzen. Okay, bei denen könnte ich mir vorstellen, wenn die explodieren sollten, was ich natürlich nicht ausprobieren werde,
dass ich halt irgendwie einen Wildereffekt oder so bekomme. Hier hat man ein verzaubertes Buch gedroppt, ein Bann X. Und hier ist nochmal ein neuer gelber Creeper. Okay, also diese Creeper, die droppen, hat einfach nur Kohle und verzauberte Bücher. Was haben wir hier? Verbrennung X. Hier haben wir, glaube ich, einen neuen gelben Creeper. Was bringst du mir? Oh, yo, das sind Lohn-Creeper. Oh, nice, Mann. 6 Lohnrouten. Boah, ich will halt nicht herausfinden, wie viel Schaden diese Creeper hier machen. Ich denke mal, nachdem wir sollten wir genug Lohnrouten haben. Den hatten wir definitiv noch nicht. Was droppt der? Pfeile, okay, das ist wohl ein Skelett-Creeper. Okay, gut, dann mache ich mich jetzt auf die Suche nach so einem blauen Vorwald. Ich glaube, wir haben schon mal einen gefunden. Digga, das ist wohl der geilste Spot, den ich jemals hatte. Direkt neben dem Portal. Und auch noch so einen blauen Wald. Ja, es ist einer. Okay, 5 Enderperlen. Noch eine Enderperle und danach haben wir die 16. Doch, nice, Mann. Ich hatte sogar ein bisschen mehr gedroppt. Wir haben dann hiermit 21 Enderperlen. Und ich würde sagen, das reicht. Und dann gehen wir das wieder zurück in die Oberwelt. Okay, also ich finde es ein bisschen schade, dass wir keinen Guard-Creeper gefunden haben. Weil das hätte ich nämlich zu gerne gesehen, als wenn er so ein Creeper so fliegen tut. Gut, aber ich würde sagen, dass wir jetzt mal noch schlafen gehen, auch wenn es Tag wird. Aber ich bin nicht so geduldig. Also ich würde mal sagen, dass wir jetzt mal unsere ersten Ender-Augen machen. So 13 sollten, glaube ich, jetzt mal reichen. Und dann würde ich sagen, dann werfe ich mal das allererste Ender-Auge und vielleicht finden wir auf dem Weg ja noch andere neue Creeper. Weil ich glaube nämlich noch nicht, dass das wirklich alle Creeper wahrnehmen wird, die wir bis jetzt gesehen haben. Ja, und erstmal, das ist ein Dorf. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Gibt es hier Wilder? Ich sehe mal keinen einzigen Wilder. Okay, lass mal, Leute. Jo, okay, er hat Eisenblöcke einmal gedroppt. Ich glaube, das ist jedenfalls Eisenkohle mit Creeper oder so. Okay, und die hier sind unten grün und oben grau. Okay, das sind auf jeden Fall auch mal neue Creeper hier einmal hier. Aber davon gerade eben hat halt echt viel mehr ausgehalten. Emeralds und Rot droppt der. Das ist dann, denke ich mal, ein wilder Creeper. Ja. Oh, Digga. Hab ich mich gerade erschrocken. Digga, ich mach die Tür auf und auf einmal steht dann Creeper halt einfach dahinter. Alter Leute, ich dachte jetzt, die Challenge ist vorbei, Challenge sind verloren. Alter Schwede, hab ich mich erschrocken. Okay, ich sollte vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Hier könnte doch noch Creeper-Wildschirr drin sein. Aber ich denke mir, am Dorf werde ich sowieso nichts Interessantes hier noch finden. Was ich aber machen kann, ist mir hier vielleicht mal ein Amp aus mal zu craften. Dort können wir nämlich mal auf unsere Diamantaxt eine Verbrennung nicht drauf machen. Das auch nicht. Doch, das geht. Aber warum geht das denn nicht? Ah, Mann, ey. Oh nein, bitte geht's nicht übers Wasser. Es geht übers Wasser. Ey, darauf habe ich halt so gar keinen Bock. Boah, ich hoffe, dass der Stronghold nicht unter Wasser ist, weil das ist nämlich richtig schlimm. Leute, irgendwas sehe ich da unten im Wasser. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ah ja, das ist ein ganz normaler Dungeon. Unterwasser-Dungeon. Okay, und hier sind zum Glück keine Creeper. Okay, Leute, ich glaube, das Stronghold ist hier. Das, okay, das ist wieder nice, wenn es so unter Wasser ist. Über der Bibliothek. Okay, das ist wirklich nice. Aber, oh Gott, okay, das hätte ich gerade losgehen können. Okay, warte mal, kann ich die vielleicht nicht so ja alle killen? Okay, komm, jetzt hier noch der andere. Okay, was ist das da für ein Creeper, Digga? Ich dachte gerade, der explodiert noch, ne? Das ist ein Spinn-Creeper gewesen, oder was? Und ich glaube, wir haben es eigentlich jeden Creeper durch, außer den Ender-Dragon-Creeper. Okay, also irgendwie ist es nicht so geil, im Stronghold rumzulaufen, wenn überall halt nur Creeper sind. Guck mal, der hat die grüne Augen. Seht ihr das? Der Creeper hat grüne Augen, der andere hatte rote. Was ist denn das da für ein Creeper? Und das wird auch noch ein Creeper. Digga, warum? Ich würde mal sagen, dann gehen wir ins End in 3, 2, 1, go! Okay, Leute, das ist End. Ich bin jetzt mega gespannt. Auf jeden Fall laufen halt überall diese End-Creeper hier rum. Und ich bin gespannt, wie gleich der Ender-Dragon aussehen wird. Ob das ein ganz normal Ender-Dragon wird oder ob das ein Creeper-Ender-Dragon wird. Ender-Dragon-Creeper! Es ist ein... Ach du Scheiße. Okay, muss ich die Kristalle überhaupt zerstören? Digga, Leute, das sieht so dumm in mir aus. Warte mal, muss ich die Kristalle zerstören dafür? Nee, muss ich nicht. Okay, lass mal, ich kann die Kristalle komplett einfach ignorieren. Weil er lädt nämlich natürlich sein Leben nicht auf. Okay, er haut einfach ab. Ich kann auf jeden Fall machen mit unserem Fallenbogen richtig gut Schaden. Auf jeden Fall, wenn wir so weiterhin viel Schaden machen, dann wird das easy. Also ich muss ihn perfekt am Kopf treffen, denn da mache ich am meisten Schaden. Okay, komm, Leute, noch ein Pfeil. Und darüber... Okay, noch ein Pfeil. Alter. Haben wir ihn? Wir haben ihn, Leute. Okay, das war so epischer Fight. Es kann nicht mal ein End- oder Todesanimation. Oh, er hat das Ei aber gedroppt. Okay, das ist super, extra super Creeper Dragon Egg. Schärfe, Plünderung. Oh mein Gott. Warte mal, lass doch mit Kühe hier mal einmal hinten. Okay, da kommen Milliarden Enderperlen raus. Alter, okay, Digga, es hängt. Das ist wohl die krasseste Waffe ever, aber Digga, das hängt halt einfach.
Ja, dann fällt das am Minecrafter mit Custom Creepern. Und schreibt mal in die Kommentare, welchen Creeper ihr am coolsten fandet. Ich fand nämlich mit dem blauen Creeper am coolsten, weil der uns halt einfach diese krasse Rüstung an euch hier gegeben hat. Und solltest du neu sein und dir gefällt mein Content, kannst du natürlich auch gerne kostenlos ein Abo da lassen. Und dann kann man noch die Glocke aktivieren, weil dann wie sie verpassen. Ich würde es da like freuen. Und immer einen schönen Tag. Bleibt gesund. Ciao.